Ja, aber ich nehme die Kritik zu Herzen. Wie gesagt, sorry. Ich habe dich im Echten auch nicht gesehen. Ich habe den dann bekommen. Ja, das ist ja auch nicht nur auf dich gerichtet. Ich sage nochmal, unser größtes Problem ist, dass wir nicht taktisch genug spielen. Wir rennen immer alle nur auf den Ball rum. Und wundern uns dann, wenn dann hinten keiner mehr ist, zum Beispiel. Ja, das darf nicht sein. Wenn ich zum Beispiel, ich spiele zum Beispiel den Ball und dann bleibe ich an der Stelle erstmal stehen und gucke, wie sich der Ball verhält und gucke, was die anderen machen. Und renne nicht direkt gleich wieder hinterher. Ich lasse nochmal andere zum Ball hingehen. Ich muss immer, es sind immer ein oder zwei weiter hinten bleiben und gucken, wie der Ball zurückspringt. Das ist aber das, was ich auch die ganze Zeit meine, seit einigen Spielen meine. Wir haben einen Anstoß. Der letzte Mann bleibt erstmal im Tor stehen. Danach kann man immer noch wechseln und alles zum anderen. Ja, haben wir zumindest eine aber Absicherung. Das muss nicht wir die ganze Zeit so sein. Habe ich? Nein, das. Aber beim Anstoß wäre es wichtig, ja, zum Beispiel eine Absicherung hinten zu halten. So, dann kriegen wir einen langen Ball rein und der fällt dann ins Tor. Danach kann man immer noch wechseln. Das ist halt das, was ich meine. Jetzt passiert halt öfters mal, dass gar keiner mehr bei uns im Tor steht. Kann man jetzt machen. Sehr schön. Ja, und das solche Sachen, die jetzt gerade eben gehen, nur weil, siehst du, ich bleibe stehen. Ich warte ab und gehe dann erst wieder zum Ball. Und das meine ich. Nicht einfach nur wie wild immer Richtung Ball, Richtung Ball, Richtung Ball gucken. Wie, wo fliegt der Ball hin? Wo prallt er ab? Hm. Ah, ich habe jetzt auch keinen Bock, die ganze Zeit zu motzen. Nee, ich motze ja auch nicht. Ich gebe ja nur mal einen Ratschlag. Das ist, mir geht es naja, einfach das darum, hört sich gerade ein bisschen anders an. Ja, ich weiß, dass der Frust gerade da ist, weil ja, wir schon mittlerweile weil ich das, Sachen. Weil ich das jetzt schon zum dritten oder vierten Mal, wir spielen jetzt schon das dritte Mal und ich sage es jedes Mal wieder, wir müssen uns ein bisschen mehr verteilen. Ja. Und trotzdem machen wir jedes Mal die gleichen Fehler. Das ist das. Komm, Thomas, komm raus, komm raus. Zu lange zu. Da kann er jetzt nichts für, der ist halt drüber gesprungen. Das ist ja auch passiert schon. Der weiß ich, das ist klar. Aber ich meine gerade, der komm raus und in dem Moment fährt er vor und bleibt stehen und dann verliert er die Zeit. Das meine ich. Teilweise muss er da ein bisschen kommen. Egal, jetzt bleibe ich hinten und den Ball jetzt hinten und dann ist gut. Komm. Ist passiert. Ärgerlich. Passiert. Ich weiß, dass momentan echt der Frust bei uns auch da ist, aber echt nicht, weil wir mittlerweile gar nichts gebacken bekommen. Fast zu spät gekommen, da habe ich fast überluft. Ich bin hier schon, alles gut, Markus. Alles gut. Hast du hin, Markus? Ne, du bist vorne mit. Okay, alles gut. Hab ich nicht gesehen. Mist. Schade. Ja, schön abgeblockt. Pass auf, da kommt noch so einer nach. Gimmel. Der eine versucht mich gerade wegzurammen hier, weil er mir auf den Sack gehen will. Ja. Schade. Guter Versuch, Thomas, aber leider nur Pfosten.
Ja. Achso, wir kommen jetzt durch. Jawohl. Wer auch immer mit drin. Wer da hier noch mit drin war, war gut. Letzte Minute. Ja. Komm. Nein, Scheiße. Mann, das gibt's noch nicht. Schade. Warte, der kommt hier. Ja, den nehme ich auf mich. Da haben sie mich ausgespielt. Weil der dann hier nochmal rübergespielt hat. Ich hätte den gerade eben machen müssen. Das war eigentlich ein No-Brainer. Egal, passiert. Ich komme jetzt wieder vor dir, weil jetzt bringt es nichts, nach hinten zu bleiben. Wenn jetzt das dritte noch fängst, ist es egal. Ah, schade. Mist. Ja, der war nicht ganz. Geschenkt. Scheiße. Fuck. Ach, die schießen sich auch noch selbst an und dann geht er irgendwie noch rein. Schön gemacht. Wir haben jetzt übrigens euer System übernommen, Markus, ne? Bei uns in der Liga, das Punktesystem und so. Okay. Ja, weil wir heute mit eigentlich 22 Leuten fahren könnten. Wir haben jetzt das Feld voll, wir fahren jetzt auch bis 15 gepunkt und volle Qualifikation. Bin mal gespannt. Und ich fahre heute ohne TK, also zumindest das Training. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, ohne Traktionskontrolle und dann ABS zu üben. Na, schade. Mist. Bisschen zu hoch angesetzt. Baby, ja. Kriegt das irgendwie noch einer hin? Wunderbar. Das Michelin bin ich ja wieder zugeschlagen. Ich hab ihn dann mal noch irgendwie über die Linie gedrückt. Alles gut. Die waren da hinten auch. Ja, das ist es halt. Die Bälle, die kommen von irgendwie von oben, springen da blöd rum. Keiner weiß, was Sache ist momentan. Schade. Ah, ich bin explodiert worden. Ja, der hat auf mich gemacht. Ich kann nichts machen. Ja, okay. Ja. Schön.
Gott sei Dank. Baby hat mich schon wieder gebumst. So, nur komm. Ich habe ihn ganz erwischt. Thomas, los! Ja! Ja. Nee, ich. Querpass und dann... Ah, da war ich auch ein bisschen der egoistisch, hätte ich auch lassen können. Ich glaube, Thomas hätte ihn auch gemacht. Oh, sorry, Thomas. Den einen nehme ich noch mit. Ich hatte eine Katze. Die hat, glaube ich, Hunger. Die übernimmt die Unterhaltung. Oh, ey, dieses Gerempel immer. Na! Ja. Das ist auch cool. Endlich. Ich wollte noch abwehren, aber. Das ist auch cool, die Idee, die Tor, das Tor-Ding. 2 Minuten noch. Eieiei. Versuch den nochmal rüber zu legen. Der geht auch durch, glaube ich. Nach! Nee, der geht vorbei. War noch abgefälscht. Hab gesehen. Spiel nochmal vor das Tor, Leute. Ja, ich spiel den direkt ja, ins Tor. Ja, schön. Der rollte auch direkt durch. Komisch, manchmal klappt es ja doch. Ja. Manchmal hast du dann echt Glück, dass sie dir die Welle dann nochmal so prallen, wie sie sollen. Ach. Sorry. Da war der Ball. Kurz Überblick verloren. Oh. Okay.
Sehr schön. Ich bleib mal weg. Wir haben doch alle einen Abend, ne? Oh. Die gehen alle raus.